Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Und ich bitte Sie jetzt so herzlich wie möglich, meinen heutigen Gast, die Schauspielerin Carmen Maya Anthony, zu begrüßen. Liebe Maya, du bist 1945 in Berlin geboren worden. Wieso kann man dein Elternhaus eigentlich als bunt bezeichnen? Erstmal, also meine Eltern haben sich in den Wirren des Krieges kennengelernt, 1942. Mein Vater war auf der Suche nach seinem Bruder, kam aus Italien. Und meine Mutter kam von woanders, weiß ich nicht woher. Auf jeden Fall haben sie sich getroffen, haben 1942 geheiratet, unterm Tannenbaum, kurzer Traum, wie das Volk sagt. Und dann kam 44 im Januar meine Schwester, das erste Kind, 45 das zweite Kind. Und da war meine Mutter 18, beim zweiten Kind 19. Und mit 24 war sie allein, weil sich mein Vater aus dem Staub gemacht hat. Jetzt würde ich sagen, bunt ist vielleicht jetzt noch, was meine Eltern waren. Dadurch, dass meine Mutter so jung war, ausgerüstet mit 1000 Talenten, würde ich sagen. Sie hat also jedes Instrument gespielt, nach Gehör. Die hat also genäht, die hat gestrickt, die hat Gabelarbeiten gemacht. Wer noch weiß, was das ist? Was ist das? Gabelarbeiten, das ist so eine Gabel und da macht man Schals und Stolas und sowas. Das ist so eine komische Technik, also bisschen essen. Wie Strickliesel, so ein bisschen. So. Sowas konnte sie, dann hat sie Schnittmusterbogen aus alten Zeitungen gemacht und andere Leute damit bedient und benäht. Hat uns Kinder bestrickt und benäht. Konnte tanzen, singen, war eine sehr lustige Frau. Mein Vater war Kunstmaler und ein brotloser Verrückter. So. Zu deinem Vater, der war ja eben Kunstmaler, italienischer aus Genua, verließ die Familie, wie du gesagt hast. Hattest du dann trotzdem zu ihm ein Verhältnis? Habt ihr euch gelegentlich gesehen oder so gut wie gar nicht? Also mein Vater erinnere ich mich eigentlich nur als kleines Kind, dass ich immer gerannt bin. Ich war eben auch als Kind sehr klein. Und ich bin an seiner Seite immer nur gerannt irgendwohin. Entweder nach Köpenick in sein Atelier oder zu irgendwelchen Leuten, die ein Bild kaufen wollten. Also, oder er saß oben auf dem Boden an der Staffelei und hat gemalt. Und meine Mutter schimpfte unten, weil es Essen kalt war. Deine Mutter verdiente ihren Lebensunterhalt als Allround-Künstlerin, kann man sagen. Ja. Was heißt das? Wo arbeitete sie überall? Ich weiß, dass sie später auch Aufnahmeleiterin war. Da habe ich dann die Frage, was eine Aufnahmeleiterin macht. Aber was machte sie sonst so noch alles als Allround-Künstlerin? Also sie hat bei Hertie war sie Verkäuferin, hat irgendwas angepriesen mit irgendwelchen wahnsinnigen Werbetexten, um Geld zu verdienen. Sie hat vor der Gründung der DDR in der Masurenallee im Funkhaus kleine Reportagen gemacht und war Sprecherin dort, hat Kindergeschichten geschrieben, ein paar so, und die vorgelesen abends, so wie eine Art Abendgruß. Dann war sie, also meine Mutter war eigentlich alles. Sie hat versucht, uns beiden Mädchen durchzubringen, mit aller Art von Jobs, die man sich vorstellen kann. Und als Aufnahmeleiterin? Und Aufnahmeleiterin war sie dann im Fernsehfunk. Na, ein Aufnahmeleiter ist derjenige, der für Ordnung, Ruhe und die Organisation sorgt am Drehort heute, würde man sagen. Also bei den Fernsehproduktionen. Und das waren jetzt zum Teil Live-Produktionen, wo noch Kabelhalterinnen und alle möglichen Leute dirigiert werden mussten. Ja. Und der steht dann im Studio und organisiert. Also deine Schwester war also ein Jahr älter als du. Ein Jahr. Ja. Ein Jahr. Und hat sie versucht, dich zu erziehen? Und wurdet ihr von eurer Mutter gleich behandelt oder wart ihr eher gleichberechtigt zueinander? Wie war das? Also meine Schwester hat mich noch über die Straße geprügelt und so. Ich will ja wissen, ob du auch solche Erlebnisse hattest. Nein, ich glaube, nein. Nein, wir sind erstens mal nur ganz, wie gesagt, ein Jahr und ein paar Monate auseinander, ganz knapp, 44 und 45. Ich glaube nur, wir waren sehr verschieden. Wir waren total verschieden. Auch wer heute noch meine Schwester sieht, kommt nicht auf die Idee, dass sie das ist. Also sie hat wirklich Locken, sieht anders aus, ist anders gebaut, hat ein anderes Temperament, ist ein anderer Mensch und wir sind einfach total verschieden. Insofern und trotzdem sicher die gleichen Eltern. Ganz sicher. Ja, zumindest die Mutter. Für was anderes kann man sich ja nicht verbergen. Deine Mutter hatte zum Schluss ja immer mehr Probleme,
auch wie du schreibst in deiner Autobiografie mit dem Alkohol. Bedeutete das für dich, dass du schon als Kind eine Verantwortung für die Familie übernehmen musstest, die vieles war nur nicht kindgerecht? Ja, kann man so sagen. Also natürlich das mit dem Alkohol, das kam erst später. Ich habe meiner Mutter eine Menge verziehen, als ich älter wurde. Weil wenn ich mir überlege, mit 18 ein Kind, mit 19 ein zweites Kind, keinen Beruf fertig gemacht, mit 24 allein mit zwei Kindern, in der Zeit 1900, also wo es noch Lebensmittelkarten gab und Essen auf Rationen, da zwei Kinder durchbringen, das ist schon ein Hammer. Und meine Mutter war auch ewig auf der Suche nach einem neuen Vater für uns, aber da flogen nur die Fetzen. Also ich kann mich erinnern, da waren wirklich viele Männer zu Gast und wir wollten die nicht und dann wollte sie den nicht. Und das war eben irgendwie schwer, mit zwei Kindern in der Zeit einen Vater zu finden. Und irgendwie verstehe ich auch, dass meine Mutter darüber dann ein bisschen traurig wurde. Also ich würde mal sagen, es gab ja noch keine Drogen. Also da hat sie halt mal ein Bierchen getrunken oder einen Wein oder was weiß ich oder einen zu viel. Aber das war erst später. Das ist, weil es einfach nicht so toll war für sie. Aber als Kind war das natürlich kein schönes Gefühl, ja, weil man das manchmal überhaupt nicht verstanden hat. Mit 11 Jahren hast du ja schon fast, was hast du da alles gemacht? Ich sag mal, Filme, Fernsehoper etc. Wo bist du da aufgetreten? Naja, eigentlich habe ich den Haushalt geschmissen zu Hause. Also ich konnte schon mit 10 Jahren kochen, weil meine Mutter ist ja dann zur Arbeit gegangen und hat gesagt, hier, das habe ich und daraus mach was. So, und dann haben wir daraus was gemacht. Und ich habe gekocht und geheizt. Wir hatten so ein kleines Siedlungshäuschen in Adlershof. Und da musste man unten den Ofen heizen mit so einem Braunkohlengruß. Das war wirklich sehr eklig. Aber ich konnte das gut und habe auch immer den Ofen zum Brennen gebracht. Und daraufhin wurde ich auch Heizer des Hauses. Und mit 11 Jahren, wie gesagt, oder beziehungsweise mit 10 Jahren, ging es ja dann los, dass ich fürs Kinderfernsehen ausgesucht wurde. Meine Kinderbetreuerin aus dem Fernsehfunk ist übrigens heute hier im Saal, wie sie mir versprochen hat. Ja, da habe ich dann vorgesprochen, bin sofort ausgesucht worden. Und von da an war ich eigentlich ja eine Arbeiterin. Ich verdiente Geld. Richtig. Und ich war bekannt und begehrt. Ja. Und das hat sich natürlich auch auf meine Familie positiv ausgewirkt, weil ich habe uns eigentlich alles rangeschafft. Und was war das für ein Film und was war das für eine Fernsehoper? Wir hatten so Wochensendungen. Es hat sich so gesteigert, es fing 58 an, 59 kamen dann die Blauen Blitze, so ein Pionierkabarett, was das einmal in der Woche jeden Sonntag gesendet wurde. Ja. Und da war ich der Blitz Zick. Wir hatten Zick, Zack, Zuck. Und ich war Zick. Und aber ohne E. Die, nein, nur Zick. Ja. Nicht die Zicke, sondern also eine Zick. Und wir waren im Pionierkabarett und saßen auf so einer großen Wolke und haben auf die Pioniere runtergeguckt, die lauter Fehler machten und schlecht lernten. Und haben die belehrt und große Moritaten gesungen. Und das Ganze war live. Also Versprechen und sowas geht nicht, da muss man das wieder in Ordnung bringen. Das war schon eine Verantwortung, die man hatte. Ja. Und da waren schon ausgesuchte Kinder dabei. Es gab auch eine Kinderrate-Berufsquiz, da habe ich auch mitgemacht, bei Gwendolin Reichwald, dann im Bahnhof Puppenstadt, dann später bei Meister Nadelöhr, Meister Briefmarke, dann war ich Assistentin von Professor Flimrich, also das zog sich. Und dann waren eben Weihnachten die Höhepunkte, die Kinderopern. Und da wurde dann eben gesungen und da habe ich noch mit Gisela Uhlen habe ich noch gesungen. Ja, also und dann wohnte Bennekendorf noch in Adlershof in einer Straße, da wohnten Schauspieler und die waren natürlich in dem Fernsehfunk, gingen die ein und aus. So wie Herr Schnitzler, nicht? Karl Eduard von Schnitzler saß in der 1, war das Politstudio, in der 2 war das Kinderfernsehen. Und man hatte also Hautkontakt mit ihm. Ja, dazu komme ich noch. Also zu den Blauen Blitzen. Da hast du doch auch Walter Plate kennengelernt, ne? Ja, das war der Jugendbazar. Das war wieder eine andere Sendung. Im Jugendbazar habe ich Plate kennengelernt, Dieter Mann. Ganz viele Leute. Der Jugendbazar war, was die Jugend will und hat, also ein bisschen FDJ vorbereitend. Und Gedichte wurden da, Bücher angepriesen, Musik angepriesen. Und da waren die zukünftigen Schauspielschüler. Und wie also waren die Gast. So, Dieter Mann und Walter Plate? Nett zu dir? Ja. Ja. Zu mir waren alle Männer nett. Dann ist ja das schon völlig geklärt. Ich sage das nur, weil ja Walter Plate mein nächster Gast ist. In dieser Zeit
hast du dann eben, sagtest du schon, irgendwie auch Karl Eduard von Schnitzler kennengelernt. War der nett zu den Kindern? Hat der auch mal was gespielt, Späßchen gemacht oder... Das war ganz verblüffend. Es gab in dem Fernsehfunk eine Kantine und da war der Turm. Und in dem Turm war die Kantine für die Erwachsenen und für die Künstler. Und da wir auch Sendung hatten, durften wir auch im Turm essen. Also da kam die Bockwurst nicht auf die Pappe, sondern auf den Teller. Und es gab Senf aus einem kleinen Schälchen. Und da saß eben der Karl Eduard Schnitzler genau daneben. Und Rundfunksprecher und alle, die die Fernsehnachrichten gepackt haben, das war ja alles noch original. Mit Rotlicht. Auf Rotlicht wurde produziert. Und wenn du irgendwas vergessen hattest oder so, musst du das noch nachliefern. Und das war sehr schön. Man saß dort mit den erwachsenen Leuten. Und da habe ich aber, das habe ich da mal aufgeschrieben, weil da habe ich das erste Mal gehört, dass Leute anders sind, als sie dann erscheinen. Also man hatte den Schnitzler ja mit diesen Politkommentaren und der Feind und der Rias lügt und was nicht alles und Antennen runter und das und dies. Und plötzlich saß der oben und hat gesagt, also dem habe ich erst mal und hat eine völlig andere Haltung gehabt, sprach völlig anders und ich staunte. Ich war ja erst 11 oder 12 Jahre alt, ja. Was die so redeten. Und da habe ich gedacht, guck mal an, die sind ja ganz anders alle. Ja. Ja, das war großes Staunen. Das heißt, du hast eigentlich den Widerspruch kennengelernt zwischen der Art, wie man sich öffentlich gibt und wie man sich privat oder auch intern kollegial gibt. Das hast du da schon kennengelernt. Ja, und da habe ich dann ganz schön gestaunt. Und dann kam ja auch diese Geschichte mit dem Pionier. Das ging ja dann automatisch weiter in diesem Pionierkabarett Blaue Blitze. Kam irgendeiner auf die Idee, ich musste was ausfüllen, glaube ich. Und ich war kein Pionier und hatte das auch nicht ausgefüllt und hatte das auch nicht gesagt. Und ich spielte aber einen Pionier. Und da haben die gesagt, das geht nicht. Das geht gar nicht. So. Und meine Mutter hat ja in der Schule gesagt, als sie gesagt hat, ich will Pionier werden und die basteln dort, basteln kannst du zu Hause. So, das war die Antwort von meiner Mutter. Und ja, das, und bei der Jugend war ja genauso, nicht? Also da sind wir zwar noch nicht, aber ich sage bloß meine Mutter, ich habe gesagt, da kriegen sie ein schönes Buch. Wann ist das? Sonntag kriegst du auch ein Buch. So, ja. Und dann habe ich gesagt, da müssen wir einen Spruch sagen, den kannst du zu Hause sagen. So, und damit war das Thema Jugend war ja auch durch bei mir, ne? Ja. Also, ich war jedenfalls kein Pionier und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, pass mal auf, jetzt, wenn ich jetzt kein Pionier werde, dann werde ich kein Geld mehr kriegen und dann werde ich auch da nicht mehr arbeiten dürfen, weil das sind Pioniersendungen. Ein starkes Argument. Und dann hat sie ihr Credo abgelassen und hat gesagt, okay, dann machen wir das so. Durch deine Arbeit konntest du für deine Familie ein Fernsehgerät und einen Kühlschrank kaufen. Ja, beachtlich. Ja. Aber dann Dürer, steigt man doch auch an Wert. 31x36, schwarz-weiß, ja. Mit einem Gehäuse, 1,40 Meter oder was, also wie ein Schrank. Und das Möbel, wir hatten kein Möbel, wo wir das raufstellen. Das stand dann auf so einer Fußrutsche. Auf so einer Rutsche stand es so drauf und dann kamen die ganzen Nachbarn. Die ganze Siedlung kam, weil wir einen Fernseher hatten, kamen die ganzen Nachbarn, saßen dann vor diesem Fernseher und guckten, was ich mache. Schön. Und deine Schwester, die muss doch aber auch ein bisschen von Neid geplatzt sein. Ja, das weiß man heute. Ja. Aber das weiß man, als Kind hat man das nicht so wahrgenommen. Na ja, klar. Du hast mal geschrieben, ich war das Haustierchen. Sie sah dafür toller aus. Also muss ich einfach sagen. Ja. Wir kriegten immer die gleichen Kleider und ich sah immer aus wie, na, ich will es lieber nicht sagen, aber sie sah wirklich toll aus in den Kleidern. Wir haben zig Fotos mit den gleichen Kleidern. Es ist Wahnsinn. Mir passt gar nichts von diesen Sachen, aber ich war wie so ein Nebengegenstand. Das heißt mit anderen Worten, es gab einen gegenseitigen Neid, wenn auch auf unterschiedliche Art. Ja, es ist eben, ja. Sie war auch die Große und die Erstgeborene. Ja, und klar. Ich war halt... Du hast mal geschrieben, ich war das Haustierchen. Kannst du uns das übersetzen? Ja, na, Haustierchen ist das, was man gerne hat, weil es alles gut macht im Haus, Freude bringt. Ja. Ein kleines. Na, ich habe immer schön geheizt, ich habe eingekauft, ich habe immer die Kellertreppe gewischt und habe alles schön gemacht. Und ich wollte auch von meiner Mutter Punkte haben und gelobt werden. Nicht? Also ich, man darf einfach nicht vergessen, wenn man als kleines Mädchen ohne Vater groß wird. Mhm.
Und wir waren nur drei Weiberchen, ja. Das war wirklich auch manchmal anstrengend. Und ich habe auch manchmal so, wenn ich bei Leuten war, habe ich Geschichten über meinen Vater erfunden, was der alles gemacht hat und so, weil ich mir den so idealisiert habe. Ich wollte auch immer von meinem Vater erzählen und so. Da wusste ich von dem gar nicht mehr. Aber ich habe das dann oft gemacht und habe den immer idealisiert. Und als ich ihn dann wieder traf, wie gesagt, viele Jahre später, ja. Warst du etwas enttäuscht? Ja. Ja, sag mal, was mich interessiert, dann wurde das schwierig mit zu Hause und ihr kamt beide ins Heim. Wenn ich das richtig verstehe, mit deiner Schwester zusammen in zwei verschiedene, auch katholische Heime. Und wieso wart ihr dann auch einmal, oder du zumindest, in ein Heim für schwer Erziehbare? Also das ist so gelaufen. Meine Mutter hatte das Angebot von einer Eisrevue. Sie konnte ja auch wunderbar Schlittschuh laufen, Rollschuh laufen und die Beroliner Eisrevue. Und die fuhr nach Rumänien, Tschechoslowakei und so weiter. Da konnte sie sehr gut Geld verdienen und sie hatte auch mit uns gesprochen, ob das okay ist. Und wir sollten eigentlich nach Königsheide in Schöneweide. Die nahmen zu der Zeit nur Waisenkinder und wir mussten irgendwo anders hin. Meine Mutter musste aber abfahren und das Jugendamt hat uns Werneuchen bei Berlin zugewiesen als Kinderheim. Und das war ein Heim für schwer Erziehbare, was wir nicht wussten, was eigentlich keiner wusste. Ja, und da sind wir reingeraten. Wir mussten dann aus dem Sport raus. Ich war 12, als ich in das Heim kam da. Da mussten wir aus dem Sport raus, aus dem Kinderfernsehen raus, weil das überhaupt nicht im S-Bahn-Bereich lag, Blumberg bei Berlin. Und da war, ja, das war, glaube ich, eine Zeit des Formens. Es war ja auch eine Einrichtung, um Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten zu formen. Aber das waren eben Kinder, die schon ziemlich gestrauchelt waren alle. Und in die Gesellschaft passten wir eigentlich schwer rein, weil wir doch Erfolg schon hatten, geliebt wurden, geehrt wurden und eine andere Ansicht hatten. Und das hat eigentlich nur ein Lehrer bemerkt und dieser Deutschlehrer hat sich auch noch an einem Morgen, als wir in die Klasse kamen, aufgehängt. Also das war dann schon so ein Ende, ein Cut in der Kindheit, würde ich sagen. Ja. Ein richtiges Cut. Und als meine Mutter Weihnachten kam, das waren in 4,5 Monate waren wir dort, als meine Mutter dann kam, hatten wir ein schönes Weihnachten. Wir haben zum ersten Mal eigene Anziehsachen bekommen. Also jeder ein paar Schuhe und eine Mütze und eine Einladung nach Warschau, um unsere Mutter zu sehen. So, und dann haben wir gesagt, wir wollen dahin nicht mehr zurück. Da gehen wir nicht mehr hin und fertig. Und dann hat sie hier in der Pappelallee, was jetzt so ein Rentnerstift ist, St. Josefs Stift für alte Menschen oder sowas. Das war früher die Schule der Ursulinerin, das war an die Theresienschule mit angeschlossen und das war ein katholisches Mädchenheim. So, da kamen wir in getrennte Gruppen, was auch schon sehr ätzend war und ich war natürlich der Pausenklon da. Ich war gewohnt, inzwischen die Leute zu unterhalten und das tat ich auch mit den Nonnen so, was nicht so gut ankam. Also ich hatte dann so eine Schwester, Kirubima, die hatte sich ein bisschen auf mich eingeschossen. Und immer wenn ich irgendwas gemacht hatte, dann holte die mich in ihr Zimmer. Und da war bloß so immer so ein Paravent zwischen uns, da schlief sie. Und wenn die sich abends entkleidet hat, diese Riesenhaube da, das waren Ursulinerinnen, dann war da natürlich der Kopf geschoren. Nicht? Und ich natürlich hinter dem Paravent, ich habe dann so Pferdemürb ein bisschen und habe ihr so ein bisschen Angst gemacht mit Schattenspielen. Und die ist bald verrückt geworden. Und dann habe ich sie morgens gefragt, warum sie eine Glatze hat. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ja, gar nicht gut, ist gar nicht angekommen. Also ich hatte da zigmal irgendwelche Strafsachen mit 20 Mal gegrüßet, seist du Maria, also bis irgendwas kam, ja. Aber das ist, finde ich interessant, deine Schwester hat sich dort anders eingeordnet als du. Und hat eigentlich da auch den Cut erlebt, wenn ich das mir so mal psychologisch erlauben darf. Ja. Sie hat sich dort eingefügt, wohlgefühlt und ist, ich will jetzt nicht sagen fromm geworden, aber christlich geworden und auch christlich geblieben. Das heißt, sie ist bis heute katholisch? Bis heute, ja. Nein, sie ist inzwischen konvertiert zum evangelischen Glauben, aber sie ist christlich, ja. Und wie war das für dich, so eng plötzlich Kirche zu erleben mit Gottesdiensten und Beten? Ach, weiß nicht, wie war das vorher bei dir zu Hause? Ach, wenn man so einen verrückten Vater da hat, dann sind die Kinder katholisch. Die werden katholisch geboren. Du kriegst zwei Goldohrringe in die Ohren und bist katholisch. Fertig. Oh Gott, mein Temperament, furchtbar. Das liegt an dem Katholischen. Ja, so, ich will ja bloß aus der Gefahrenzone. So. Und wir sind immer in die Kirche gegangen, besonders wenn wir nichts zu essen hatten. Und wenn wir nichts hatten, dann mussten wir beten, dass wir Geld kriegen und dass wir was zu essen kriegen. Aber komischerweise war in der Kirche eine tolle Bibliothek.
Darum sind wir da ganz gerne hingegangen. Also eine andere Sache war immer, wir waren die einzigen Kinder in, glaube ich, in ganz Berlin, die die Genehmigung hatten, vor der Kirche, vor der Kommunion etwas zu essen. Weil die Antoni-Kinder so dünn und klapprig waren, dass wir jedes Mal, wenn wir nüchtern waren, in der Kirche zusammenklappten. Und dann der Gottesdienst zu Ende war eigentlich, weil diese abtransportiert werden mussten oder wiederbelebt. Meine Schwester fiel auch noch regelmäßig auf dem Schulweg in die Gleimstraße, in die Sportschule. Da fiel die auch regelmäßig um in der S-Bahn. Ich weiß auch nicht, also. Bist immer. Du heute noch in der Kirche? Nein. Nein. Weißt ich du bin nach diesem wann? Ruhmreichen Heim, habe ich mich entschlossen, dem ein Ende zu bereiten. Und bin mit 18 Jahren ausgetreten. Also ja. Ziemlich früh. Also es ist trotzdem interessant, dass auch so ein Bruch dann zwischen euch passiert ist, dass dir das gar nicht gefiel und du da also sozusagen immer gegen... Es war mir zu reglementiert, es war mir einfach nicht spaßig genug. Also deine Schwester, das verstehe ich. Ja. Und wie ist das Verhältnis zwischen euch beiden heute? Mit zunehmendem Alter, toleranter. Ja. Ja. Ist ja auch wichtig. Ja, es ist in Ordnung. Du warst in der Schule schon sehr temperamentvoll und frech. Was mich interessiert, wie viel Jungs hast du eigentlich mit Erfolg verprügelt? Kann man die zählen? Oh, ganze Menge. Eine ganze Menge? Ja. Weil also, du so schnell warst, ne? Die ich war keine sehr Chance, schnell, ne? Sehr klein und sehr sportlich. Und wir haben ja viel geklaut in der Laubenkolonie, also Obst geklaut, Blumen geklaut und alles eben sowas, um einfach zu existieren. Und wir hatten so eine Art Gang und ich war eigentlich der Flitzer. Also ich musste holen, bringen und dann die Staffel übergeben und abhauen, also so. Und das war eigentlich sehr beliebt bei den Jungs. Also ich hatte ja eine bunte Klasse in Adlershof. Der eine war der Sohn vom Gemüsehändler, der andere hatte die Krause-Garagen und die Tankstelle. Also das waren sehr illustre Leute und man half sich dort. Man konnte auf dem Markt bei dem Gemüseladen dafür für 10 Pfennig Sauerkohl kriegen und ein bisschen was übrig geblieben war vom Gemüse. Und die Jungs mochten mich sehr. Ich habe auch Fußball gespielt und ich durfte sogar ins Tor. Also ich durfte sogar als Mädchen ins Tor. Ich war auch immer im Tor, aber wie bist du denn oben an die Latte gekommen? Oh, ich war sehr schnell und bin auch sehr gut gesprungen. So hoch konntest du springen? Ja, ich war ja nun nicht in der Nationalmannschaft. Ja. Das war ich komisch. Ich habe Fußball auch nicht gespielt, ja. Aber da waren eben oft Querelen und... Aber wenn Querelen waren oder so, konnte ich mit den Jungs mithalten und vor allen Dingen habe ich mich immer auf die Seite der Jungs geschlagen, weil die Mädchen fand ich in meinem Alter nicht so attraktiv. Hm. Also. Sag mal, was mich noch interessiert, was hast du eigentlich für einen Sport gemacht? Und du sagtest, deine Schwester ging auf eine Sportschule, du auch? Nein. Ja, doch. Ich habe angefangen mit Leichtathletik. In der 5. Klasse bin ich in die Gleimstraße 58, fast heute da in der Nähe, wo ich wieder wohne. Das war früher die Sportschule. Mhm. Als erstes bin ich zum Leichtathletiktraining gegangen und meine Schwester hat Eiskunstlauf, Paarlauf trainiert. Erst mit Heinz-Ulrich Walter, dann später ist er mit Heidi Steiner-Walter, die dort im Publikum sitzt. Ist ja nicht zu passen. Ja, Christine Erhardt sitzt auch da. Christine Erhardt auch, herzlichen Glückwunsch. Alle sitzen da. Ja. Die war auf der Sportschule, hat Eiskunstlauf trainiert, also Paarlauf. Und ich hast du die damals schon kennengelernt? Heidi, ja, Heidi und Uli, ja. Wir haben auch einen gleichaltrigen Sohn, die sind auch mal kurz zusammen zur Schule gegangen. Ja. Und ich habe dann auch Eiskunstlauf trainiert, aber ich weiß gar nicht mehr, wie die mit dem Nachnamen heißt, die ist mit dem Vornamen Petra und die war immer so ganz hübsch und alles, die hat immer den ersten Platz gemacht, egal was für eine Kür die lief und ich war immer die zweite und es hat mich genervt, dass ich nicht die erste war. Das hat mich so genervt und da habe ich gesagt, das ist Beschiss mit diesen Wertungen, mit 3,0 und 6,0 und man kriegt bloß irgendwas und einer hebt ein Schild hoch, das fand ich gemein und da habe ich gesagt, nee, ich gehe zum Eisschnelllauf, da wird die Zeit gemessen und dann wollen wir mal sehen, wer der schnell ist. Richtig. So sieht's aus. Und das war toll. Ja. Ja. Und dann war ich beim Eisschnelllauf und das hat mir richtig toll gefallen. Ich bin dann ganz schnell in das Leistungszentrum gekommen, habe dann ein Weißensee-Ausgleichtraining im Sommer gemacht. Also da läuft man die ganze Schose trocken und trainiert. Und im Winter ist man auf der Eisbahn. Worauf macht man das im Sommer? Im Sommer? Ohne Eis meine ich. Na, man trainiert mindestens dreimal in der Woche. Ja, aber wie diese Bewegung? Ohne Eis? Ja, ohne Eis? Naja, das macht man die Bewegung ohne Schlittschuhe. Aber das geht schon. Ja, ja.
und Ausgleichstraining. Hm. Das ist schlimmer als auf dem Eis. Ja. 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 Und dann hat man Geising ein Trainingszentrum und dann hat Helga Haase zugeguckt eines Tages. Die fischte mich da raus und sagte, ich das komme... Das war die Silbermedaillengewinnerin bei den ersten... Die Goldmedaillen Scovelli 1960. Die ja. erste für die DDR. Auf den Olympischen Spielen. Hat sie nicht Spielen. Sogar zwei Medaillen gewonnen? Weiß ich nicht, aber Olympischen Spiele waren die erste Goldmedaille. Hm. 1960. Hm. Im Eisschnelllauf, ja. Ja. Und ich kriegte dann eine Nominierung für 1964 in Innsbruck. Bin ganz schnell die 500 Meter dann gesprintet. Man kann im Internet noch gucken, den Jugendrekord habe ich gehalten. Also kann man noch nachgucken, steht noch drin. Naja, ja. Es ist ja auch noch nicht lange her. Und ist noch nicht lange her. Und dann warst du schon nominiert für die Olympischen Spiele und dann? Ja, und dann wurde es aber ernst, dann sollte ich 5 Tage trainieren und 6 Tage trainieren und das hieß, ich hätte nicht mehr Fernsehen machen können und dann wollte ich doch lieber Fernsehen machen und dann habe ich mich dann in dem Sommertraining entschieden abzutrainieren und die Kunst zu machen. Und dabei bin ich dann geblieben, weil dann war ich ja auch schon 16, 17 und ich musste mich dann entscheiden, was ich tue. Ich glaube, für uns war das ein Vorteil, dass du dich so entschieden hast. Ja. Du wolltest Tierärztin. Sonst hättest du hier heute eine Eisbahn bauen müssen. Ja, das macht ja nicht. Da hat jemand gesagt, zeig mal, wie schnell du das kannst, zeig mal, zeig mal. Du wolltest Tierärztin werden, warum wurde daraus nichts? Ja, das weißt du doch am besten, du bist doch Rinderzüchter geworden. Ja, entschuldige bitte, aber ich bin es geworden. Und mein Vater hat zu mir gesagt, wenn du jemals in deinem Leben Asyl beantragen musst in irgendeinem Land, kannst du deine Ausbildung zum DDR-Juristen völlig vergessen. Aber als Cowboy bist du weltweit gefragt. Super. Ja. Und es ist die beste Voraussetzung, um in die Politik zu gehen. Ja. Denn ich kann ausmisten, ganz wichtig. Ich kann melken, Steuern eintreiben, auch ganz wichtig. Ja. Ich kann künstlich besamen. Ja, die Kühe werden betrogen und wenn ja. du das nicht kannst, geh nicht in die Politik und ich kann mit Hornochsen umgehen. Das ist die wichtigste Voraussetzung in die Politik. Aber jetzt mal zurück. Warum ist aus Tierarzt nichts geworden? Ja, ich bin nicht Tierärztin geworden, weil ich auf das Land gehen sollte, 3 Jahre irgendwelche Rucksackbullen füllen, die du dann besamen konntest, ja, ausmisten und so weiter. Keine Kunst im Rücken und nichts. Und ich wollte eigentlich in den Zoo gehen und irgendwelche kleinen Affenbabys im Arm halten und sowas. Das war irgendwie, ich wollte immer helfen. Ja. Also das war mein Helfdrang. Ja. Und das ist darum nichts geworden, weil ich mich dann entschieden habe, also ich gehe nichts aufs Land und gar nichts. Will ich gar nicht. Dann hast du dich beworben an der Hochschule für Filmkunst in Babelsberg. Mhm. Was mich interessiert, wie hast du da die Wahl getroffen? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Ich war in der 11. Klasse und wusste nicht, was ich werden sollte. Und das war alles ziemlich schrecklich, weil die Mauer gerade gebaut war. Und da sagte die Gisela Schwarz-Marell, das ist die Regisseurin gewesen von diesem Pionierkabarett, warum gehst du denn nicht in die Filmhochschule Babelsberg? Sprich doch da mal vor, sie wohnt in Kleinmachnow, sie wohnte damals in Kleinmachnow, du kannst bei mir schlafen, fährst mit dem Sputnik außen rum und dann machst du die Prüfung und dann guckst du. Ja, habe ich gemacht, habe da hingeschrieben, die haben mich eingeladen, habe auch bei Übernacht geschlafen, bin da hingegangen. Weißt du noch, was du vorgesprochen hast? Ja, ich weiß, was ich vorgesprochen habe. Das muss ein großes Erlebnis gewesen sein für alle. Ja. Ja, mir hat ja keiner gesagt, was man vorspricht. Ja. Also ich war im Theater gewesen, in der Volksbühne. Da habe ich ein ganz tolles Stück gesehen mit Marianne Wünscher und Doris Abesser. Und das hieß Ravensbrücker Ballade. Und das war so ein Mädchen, die hieß Mira und die hat einen Monolog gehabt, man musste 3 Rollen vorsprechen. Ein Monolog gehabt über wie tragisch das war, sich von ihren Eltern zu trennen und so weiter, dachte ich, das ist gut, das kann man gut machen. Dann hatte ich von Tucholsky, das Lottchen ist am Telefon und am Kino, also so eine Solonummer. Und dann hatte ich das Gretchen und das Lieschen aus dem Faust. Beide natürlich gespielt. Parallel, bin von einer Ecke gerannt zur anderen. In der Mitte habe ich gesagt, habe eine Tasse hingestellt, habe gesagt, das ist der Brunnen, von der Brunnenszene. Und habe alles illustriert, habe mir alles aufgebaut, bin ganz ernst darüber gerannt, habe mit verstellter Stimme gespielt und das alles. Das andere wieder so und habe geweint und geschrieben gemacht, die lagen lang da unten. Und dann habe ich gedacht, ist das blöd, ist das blöd. Die lachen nur und finden das albern. Ich habe mich so gequält, ja. Dann habe ich das nächste gemacht. Da habe ich diese Mira von der Ravensbrücker Ballade gemacht. Da haben sie nichts gesagt.
totenstill war da. Und ich hatte sogar geweint, echte Tränen, und nüscht war. Dann hatte ich das Lotti gemacht, da lachten die wieder. Und dann bin ich dann fertig gewesen und dann sagten die vielen Dank. Und da sage ich, naja, was ist denn nur? Ich muss jetzt wieder nach Berlin fahren. Bin ich jetzt angenommen oder nicht? Raus. Oh, da dachte ich, na, das ist ja ein Verein hier, ja. Ich war völlig empört. Dann hat mich diese Gisela Schwarz mal nachts getröstet. Dann hat gesagt, du fährst morgen früh wieder, komm, wir essen erstmal schön Abendbrot und so. Und schon nach einer Woche hatte ich einen Brief im Kasten. Und da stand, Sie haben die erste Prüfung, die Eignungsprüfung bestanden, Sie können zur Aufnahmeprüfung kommen, aber bitte kommen Sie nicht in Hosen. So. Und ich dachte, warum soll ich denn nicht in Hosen kommen? Um Gottes Willen. Denken die, ich habe was an den Beinen oder so, nicht? Ich wusste ja gar nicht, was sie wollen. Also, das war der größte Satz unten. Bitte nicht, Sie können die Rollenauswahl, ist günstig. Sie können alles nochmal vorsprechen, aber im Rock. So, jetzt, ich hatte. Als Kind hatte ich einen Latzrock, einen Strickrock, zwei so eine Art Blusen, die man tauschen konnte, nahm eine Trainingshose und noch eine andere Skihose. So, das war alles. So. Ja, habe ich gedacht, was ziehe ich denn an? Hat mir meine Schwester ihre Pumps geborgt. Furchtbar, eine Nummer größer, die Schuhgröße, als meine. Also wirklich, der Gang muss die Hölle gewesen sein, ja? Du tust mir schon richtig leid. Und dann hatten wir einen türkisgrünen Rock. Ja. Und den mussten wir umsäumen, weil meine Schwester größer war als ich. Und dann haben wir farblosen Latex genommen. Wir hatten noch eine Büchse da immer zum Nähen, weil wir haben ja immer genäht mit farblosen Latex. Weil wir nicht nähen konnten, hat man umsäumt, den Saum rum, farblos Latex und dann rangedrückt. Und das war immer super. Also so haben wir Gardinen genäht und alles. Immer mit dem farblosen Latex. Das war super. So, und haben wir den Saum schön gemacht und dann kam ich da an und es war so furchtbar. Ich kriegte am Morgen irgendeinen Darmvirus. Und ich sagte gleich, entschuldigen Sie, zwischendurch muss ich immer mal zur Toilette. So. Die haben schon wieder angefangen zu lachen. Und dasselbe Vorsprechen fand in derselben Funktion statt und ich dachte, nee, also irgendwie ist das alles furchtbar. Und dann bin ich nach Hause gegangen und Ostern stand da, packen Sie Ihre Sachen, Sie sind genommen, wir fangen an mit dem Ernteeinsatz übernächste Woche. So. Und dann habe ich, zurückgerufen und habe gesagt, hallo, ich bin mitten im Abitur, ich bin 11. Klasse, ich muss ein Abitur machen, sonst erlaubt mir meine Mutter gar nicht, vor dem 18. Lebensjahr zu studieren. Also ich habe das meiner Mutter gesagt, das ist so ein Vogel, also gar nicht, ne? Und dann haben die gesagt, das ist eine Hochschule und du kannst das Abitur hier in Potsdam nachmachen, mach dir keine Sorgen, das kriegen wir alles hin, du musst nur Russisch, Mathe, Deutsch machen, hier hast du Theaterwissenschaft, Russisch, Phonetik, hast du alles und so weiter. Ja, und dann bin ich mit 17 als jüngste Studentin an die Filmhochschule. Und der Ernteeinsatz war Kartoffelernte? Kartoffelernte, ja, in Nakel, in Nakel. Ich weiß, und Krauchen und Hinter... Na ja, ja, gut, wunderbar. Ja. Du warst dann eine der jüngsten Studentinnen von 62 bis 65 dort, hast mit Diplom abgeschlossen, dann hast du eine Abendschule noch besucht, um dein Abitur zu machen. Ja. War auch eine ziemliche Doppelbelastung, ne? Ja, furchtbar. Und vor allem das Schlimmste war alle Fächer, die man im Studium hatte. Man muss wirklich wissen, meine Mutter hat alles getan, dass wir Kultur kriegen. Wir waren in der Kinderbibliothek angemeldet. Ich habe Hermann Hesse gelesen. Ich habe ein bisschen Kafka, meine Geschichte gelesen. Ich hatte immer viel Literatur. Aber als ich da ankam, war die erste Stunde Lenin, Imperiokritizismus. Und ich saß natürlich in jedem Unterricht saß ich mit riesengroßen Kugelaugen und habe nicht gewusst, was sie von mir eigentlich wollen. Ja. Wirklich, ich habe außer Schauspiel, Theaterwissenschaft, Phonetik, Sprechen, Singen, Tanzen, habe ich nichts begriffen von den anderen Fächern. Ich bin zweimal durch Marxismus, Leninismus gefallen, einmal durch politische Ökonomie. Ich bin durch Arbeiterbewegung, Geschichte der Arbeiterbewegung, bin ich auch durchgefallen. Dann gab es noch den wissenschaftlichen Sozialismus, Kommunismus. Wieso? Ja. Auch schön, auch ja. Schönes Fach, auch schönes Fach. Das war furchtbar. Ja, ja, ja. Und Winkler, ja? Und Wolfgang Winkler, und der war Semsek, und der war wirklich wie so ein großer Bruder zu mir, der hat gesagt, pass mal auf, du kriegst dein Diplom nicht, weil andere Fächer waren gut, aber man musste in diesen Fächern wirklich wenigstens bestehen, damit man überhaupt das Diplom bekommt. Und dann habe ich einfach Lenin, Empirikritizismus, ein ganzes Kapitel total auswendig gelernt. Auch in Wieso alles auswendig gelernt, Geschichte der Arbeiterbewegung, den ganzen. Es gibt ein paar Gebiete, da bin ich die Geschichte so firm, aber ich weiß nicht, wovon ich rede. Aber ich kann sie genau sagen. Ja. Ganz genau kann ich sie sagen. Ja.
Also da weiß ich ganz genau Bescheid, ja, kann ich fast auswendig, wie ein Text. Und dann habe ich das aufgesagt und dann habe ich in diesen Fächern vage noch eine 3 und einmal eine 4 und einmal noch ein, es gibt ja dann nur noch 4. Ja. Wenn man zweimal durchfällt, kannst du nur noch 4 machen, fällst du einmal durch, kannst du noch eine 3 minus machen. Aber ich habe dann insgesamt das Diplom doch noch mit einer 2 geschafft, weil die anderen Fächer haben mich rausgerissen. Das ist sehr schön. Was war das Wichtigste, was du jetzt mal abgesehen von dem Politkram, was du damals gelernt hast an der Schule? Das Sprechen, das Singen oder das Umgehen miteinander? Toll, also ich muss sagen, ich war mit Leib und Seele dabei. Ich war so glücklich in meinem Studium, dass ich als naives, wirklich, als naiver junger Mensch von einem Haushalt auf eine Hochschule komme. Und werde wie ein Erwachsener behandelt, sehe italienische Filme abends in der Vorführung. Also Fellini-Filme wurden gezeigt, Antonioni-Filme, Bertolucci. Also du kriegst es, man kam aus dem Staunen gar nicht raus. Ich kriegte alle Bücher, die ich wollte. Mir wurden Bücher zugeschanzt, da wusste ich gar nicht, dass das heiße Ware war. Dass ich die lesen sollte, um 3 Uhr morgen früh komme ich und hole das Buch wieder. Also das war wie eine große Schatzkiste. Ich hatte erwachsene Menschen. Wir studierten mit der Fachrichtung Regie, Produktion, Kamera, mit den ganzen internationalen Gästen, auch die da schon waren, studierte ich, war in einer Kantine, war eine von vielen. Und ich muss sagen, ich habe mich im Unterricht total nicht angestrengt. Ich habe alles gerne gemacht. Ich bin da reingewachsen, weil ich so froh war. Ich hatte so viel Vorbildung. Ich hatte eine Vorbildung von, ich hatte nie Lampenfieber, durch diese Fernsehauftritte war das verschwunden irgendwie. Das war weg. Ich hatte keine Allüren, weil ich gar nicht dazu gekommen war. Früher war das für mich Geld verdienen und Hobby, ganz ernsthaftes Hobby. Und jetzt war es plötzlich Beruf. Ich bin da so richtig sanft reingeschlittert und das war für mich... war das Studium ein Glücksfall. Und im 3. Studienjahr bin ich schon ans Hans-Otto-Theater gekommen als Gast und im 4. wurde ich dort eingekauft. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Du hattest schon ein Engagement am Theater Potsdam und dann hast du sogar ein festes Engagement bekommen nach dem Studium. Wie kam es dazu? Der Intendant war damals Gerhard Meyer. Man sagt ihnen wirklich, das ist der Talente-Riecher gewesen dieser Zeit. Der hat so Arno Wischniewski oder Wachowiak und ganz viele Leute zu sich geholt. Das war ein tolles Theater. Und der hat schon beim Vorspiel gesagt in meiner Schule, Schnupsi, ich weiß auch nicht, warum der mich immer Schnupsi genannt hat. Der sagt immer, Schnupsi, das ist ein Vertrag. Ich sag dir jetzt was, gib mir mal die Hand. Nach dem Studium wirst du zu mir kommen, ja? Und da habe ich ihm die Hand gegeben und gesagt, ja, natürlich, so, weil ich dachte, alles gut. Ich wusste niemals, dass das wie eine mündliche Verabredung ist, das ist ein Vertrag gewesen. Und dann zum Intendantenvorspiel kam dann Halle, Kurt Veth, ich sollte an die Volksbühne. Ja, die Distel kam, Otto Stark und Ellen Tietke kamen und baten mich zum Vorsprechen. Ich sollte hier, und ich bin sogar angenommen worden, konnte dann aber nicht, weil ich nach Potsdam gegangen bin. Aber hier wäre es auch nicht schlecht gewesen, ehrlich gesagt. Ja, aber Kabarett bin ich lieber reingegangen, als dass ich es selbst gemacht hätte, glaube ich. Ja. Dann deine erste Rolle war, glaube ich, Grusche im kaukasischen Kreis. Ja. Und das war doch gleich ein richtig großer Erfolg. Das baut doch aber auch mächtig auf, oder? Ich weiß, Gregor, das lief bei mir ein bisschen anders. Ich weiß es nicht. Ich stand da an dem schwarzen Brett in Potsdam und der Intendant hat zu mir gesagt, Schnupsi, es geht los mit einer ganz großen Sache. So, habe ich gedacht, schön, dann werde ich ja schön spielen, fein. Hab das gelesen und die saßen da alle rum und bei Brecht stehen die ja so ein bisschen anders in der Reihenfolge, die unten. Und ich dachte, meine Rolle steht ganz unten, das allerletzte. Grusche, ein Küchenmädchen. Ich sage, na, ist doch nicht so schlimm, Grusche, ein Küchenmädchen steht als allerletzte. Ich sage, kann ja nur der letzte sein, so. Plebs ganz unten, da oben stehen ja die ganzen Hauptrollen, ne, und so. Da bin ich in die Dramaturgie gegangen in Potsdam, hat mir mein Buch geholt und ich dachte, ich krieg einen Knall. Jede Seite, Grusche das Küchenmädchen. Und ich dachte, du lieber Himmel. Und ich kannte das Stück nicht, ich kannte gar nichts von Brecht. Wieso soll ich denn was von Brecht? Ich war einmal im Brecht-Theater. Aber sonst war ich nicht da und kannte das auch nicht. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt lese ich den ganzen Brecht. Und dann bin ich in die Bibliothek gegangen, vergesse ich mein Leben nicht. Und habe gesagt, ich würde gerne alles von Brecht haben. Und da hat die zu mir gesagt, na, was denn da? Na, ich sag erst mal alles so, dass ich mich durchlesen kann. Und dann sagt sie, das haben wir, dann müssen Sie in die große Bibliothek gehen oder so. Ich sag, wieso viel hat denn geschrieben? Und dann fange ich erst mal mit den Theaterstücken an. Und dann
Da kam die mit so einem Regal, Einkaufswagen, Regal 5 oder so. Und dann dachte ich, nee. Also dann habe ich erst mal angefangen, überhaupt Brecht zu lesen, während dieser Arbeit. Und habe in dieser Arbeit nach, wir hatten ja alle 6 Wochen eine Premiere, 6 Wochen Arbeit, dann hatten wir sofort, kam Paul Dessau an. Und dann kam Helene Weigel zur Premiere. Und alles war aus dem Häuschen, aber ich dachte, na ja, die Intendanten von diesem Theater dort in Berlin, ne? Mhm. Ach schön, ja, schön. Und die kommen bis Potsdam, toll. Ne? Und Langhoff sagte immer zu mir, weißt du, das Schönste in Potsdam waren immer unsere Berliner Premieren, weil das ganze Publikum halt nach Potsdam kam, um was zu sehen. Und wir hatten ja auch tolle Leute da, Jürgen Gosch, also die waren alle dort, Thomas Langhoff, und mit denen habe ich halt gespielt. Und der Dessau hat mit mir dann einen ganzen Vormittag gearbeitet und hat seine gesamten erfundenen Instrumente gestrichen und hat gesagt, die singt a cappella, die macht das so, die macht das so, und mit ihr arbeite ich noch den ganzen Vormittag alle raus hier. So. Und dann hat er alle Lieder des Stückes mit mir gearbeitet, mir erklärt, wie man das singt, und ich habe den ganzen Nachmittag geschrieben, alles aufgeschrieben, was ich dann später gut benutzen konnte, was er alles gesagt hat. Und zur Premiere war dann Helene Weigel da. Und Helene Weigel sagt zu mir, Popperl, hast ein schönes Gesichterl, kommst zu mir. Ne? So. Und ich rufe dich demnächst an. So. Dazu kommen wir noch. Ach so. Du spieltest dort vom Märchen bis zu deutschen Klassikern alles. Alles. Wirklich. Du begeistertest das Publikum. Ab wann wusstest du eigentlich, dass du es geschafft hast, dass das dein Beruf ist und du dir zumindest beruflich eigentlich keine Sorgen mehr zu machen brauchst? Bist du da in Potsdam sicher geworden? Nö. Ich habe da naiv jede Rolle gespielt und versucht, was zu finden, und habe auch wirklich auf Regisseure gehört. Ich habe damals das erste Mal schon an einer Schule, der da Dozent war, mit Fritz Marquardt gearbeitet, habe mit Peter Kupke gearbeitet, der später am Oberspielleiter im Berliner Ensemble war. Ich habe mit sehr vielen Leuten gearbeitet, jeder hatte eine andere Handschrift, und ich habe eigentlich immer aufgepasst, und alle waren dann sehr verblüfft, dass ich die verschiedenen Sachen so gut gebracht hatte, weil sie am Anfang dachten, ich bin nur für das Komische zuständig. Hm. Und da habe ich halt auch, ich habe die Minna gespielt, also ganz viele Klassikerrollen, Gretchen, also Käthchen von Heilbronn, alle solche Sachen, die nun wirklich keine Spaßrollen waren. Aber das war für mich eine Herausforderung, und das ging auch gut, ja. Du hast es schon gesagt, du hast zusammengespielt mit Jutta Wachowiak, Thomas Langhoff, Arno Wischnewski und Jürgen Gosch. Kannst du uns zu denen jeweils einen Satz sagen? Also Jutta Wachowiak, hast du was von ihr gelernt? War sie kameradschaftlich zu dir oder eher nicht? Ja, Jutta war 2 Studienjahre höher und war immer so, naja, da möchte man auch mal hinkommen, denn sie spielte auch schon im 3. Studienjahr im Hans-Otto-Theater. Und dann dachte ich immer, das wäre toll, wenn man gleich ans Theater käme. Jutta ist vor ein paar Tagen, hatte sie Geburtstag, und bis zum heutigen Tag schicke ich ihr eine Gratulation, und sie schreibt, danke, du treue Seele. Das ist vielleicht sowas, ja, dass man immer an den anderen denkt, weil er vielleicht Geburtstag hat oder weil er einem geholfen hat. Die kriegte immer Pakete von zu Hause, und da war immer viel zu essen drin, und das hat sie immer geteilt auf der Etage. Das war auch schön. Das stimmt. Ja, und ja, so? Arno Wischnewski, das war eben toll, die waren ja dann ein Ehepaar, Jutta Wachowiak, und wohnten in der Orangerie im Potsdamer Schlossgarten mit drin, hatten eine sehr illustre Wohnung, und wenn wir durchfeierten, dann schliefen wir alle in dieser Wohnung. Das war auch sehr schön. Ja. Und sehr Wallensteins eng. Lager in der Orangerie. Das war auch sehr schön. Und Thomas Langhoff? Und Thomas Langhoff, ja, der hat mich ja eine große, ganz lange Zeit begleitet. Der war mein Tellheim, der war mein Partner, auch im Kreidekreis war er der Sänger. Er war später der Regisseur, er war später derjenige, der mich 1990, als ziemliche Flaute am Theater war, hat er mich rübergeholt ans Deutsche, und ich habe gespielt den Wienerwald als Gast und habe das Programm, das Brecht-Programm mit Johanna Schall im Foyer gemacht. Und das war eine Zeit, wo die Arbeit im Berliner Ensemble stagnierte und nicht da war. Und dann hat er im BE Rosita bis zum Schluss, ich war bis vor 5 Tagen vor seinem Tod, waren wir eigentlich verbunden miteinander. Und ich habe natürlich für so eine Leute immer ein großes Herz gehabt, die mich so eine lange Zeit begleitet haben. Ich bin ein sehr treuer Mensch, und wenn ich die Treue auch sehe, egal ob das andere toll finden oder nicht, ist mir wurscht, aber wenn ich das sehe,
das gefällt mir dann. Und da halte ich auch Kontakt. Lebenslang. Heute sind auch ein paar Freunde hier, die kenne ich lebenslang, also solange ich ein erwachsener Mensch bin. Und die kommen auch heute zusammen und wir feiern zusammen und wir reden oder wir telefonieren und das hat gehalten. Und Jürgen Gosch? Jürgen Gosch war schon immer ein Extrabrater. Der war immer extravagant. Der war ein sehr schwieriger, komplizierter Schauspieler, was man später begriffen hat, weil er eigentlich der bessere Regisseur war. Der hatte, glaube ich, im Kopf schon viele Ideen. Er ist ja dann leider sehr rechtzeitig in den Westen gegangen und hat ja dort tolle Inszenierungen gemacht und hier am Deutschen Theater auch noch. Leider habe ich dann später mit ihm nicht mehr gearbeitet. Es hat sich einfach nicht ergeben. Also du hattest ja das Angebot von Helene Weigel, zum BE zu gehen. Warum hast du das bitteschön ausgeschlagen? Ja, das ist meiner Jugend, glaube ich, zuzuschreiben. Also Frau Weigel sagte zu mir an dieser Premiere, sie ruft mich an. Nun muss man ja wissen, dass Puppel, man... Puppel, sagte sie. Hm? Puppel, Puppel. Hast ein schönes Naserl und ein schönes Gesichterl. Puppel. Hm? So. Und da habe ich gedacht, gut, die ruft mich an. Wie soll mich anrufen? Ich habe kein Telefon. Also ich wohnte in Köpenick mit Außentoilette, also da war kein Telefon, aber Oberwachtmeister Eichel auf der Feuerwehr, der hatte ein Telefon. Und der stand eines Tages vor meiner Tür und sagte, bei uns auf der Feuerwache ist Telefon für Sie. So, und da bin ich. Aber wie sie das rausgekriegt hat, das ist ja auch beachtlich. Das ist auch beachtlich, ne? Ja. Ja. Und da bin ich dann ans Telefon und hat sie gesagt, sie ladet mich ein zum Gespräch. So, und dann bin ich am nächsten Tag ins Berliner Ensemble gefahren und da hat sie mir gesagt, dass sie mich sehr gut gebrauchen konnte, dass sie mich ganz toll fand und dass ich gut in das Haus passe, in diese Struktur und alles, hat das alles zu Ende erzählt. Und habe ich sie groß angeguckt und habe gesagt, wissen Sie, in Potsdam spiele ich also wunderbar, wirklich schöne Rollen. Ich habe gerade erst begonnen, das wird sicherlich toll werden. Ich werde jetzt für ein paar Jahre da bleiben, weil es wirklich richtig schön ist, mit den Kollegen, mit allem. Und mir geht es so gut dort und darum möchte ich jetzt nicht kommen. Ich bin zurückgekommen und dann haben die gesagt, hast du eine Meise? Hast du denn eine Meise? Bist du bescheuert? Wie kannst du denn so einen Vertrag also ausschlagen oder so, ja? Und ich habe einfach, jetzt weiß ich war einfach jung und ich habe gedacht, Potsdam ist schön. Da habe ich ein Zimmer, nette Kollegen, ich spiele eine Menge, der Intendant sagt Schnupsi zu mir. Also es ist alles irgendwie in Ordnung und was soll ich hier weg? Also hier ist schön. Ja, und da habe ich gesagt, ich komme aber später mal wieder. Also so. Ja, hat sie gesagt, ja, ich komme auch mal wieder. So. Aber ich finde das ehrlich gesagt auch toll, weil mich das auch ein bisschen an diese Zeit erinnert, wenn man sich auch in so einem Kollektiv, wie es hieß, wohlfühlte, wollte man es ja auch nicht verlassen. Ja, nein, das waren tolle Leute, Siegfried Höchst und alle, wer da war, also das war wirklich ein Segen, diese ganzen Leute. Und ich fühlte mich da so wohl und wurde akzeptiert, dank meiner Leistung einfach. Und ich dachte, was soll ich hier weggehen? Ja. Macht man doch gar nicht. Ne? Also ich und ich glaube auch das Publikum, wir können dir stundenlang zuhören. Aber sie haben sich von mir eine Pause verdient und was? Deshalb machen wir die jetzt. Schon? Jetzt gibt es eine Pause. Schon? Ja. Eine Pause. Gut. Eine Pause. Dann trinken Sie.